Servus Waldmusi-Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich zu Gast beim Marco Schober. Marco, habe ich die Ehre, grüß dich! Geht's dir gut? Alle, alles gut, alles schön. Es wird sich jetzt denken, oh leck, da sitzt einer da, lange Haare, tätowiert und aufpumpt, das wird bestimmt keine Volksmusi. Habt's recht. Ja. Okay. Denn, Marco, bevor wir jetzt klären, wo wir sind, wer du genau bist, hätte ich zu Beginn gleich einmal ein paar Fragen an dich, beziehungsweise keine Fragen sind es nicht, sondern ein paar Stichwörter. Aha. Und du sagst einfach einmal dazu, wo es dir reinfällt, aus dem Bauch raus. Okay. Und da starte ich gleich einmal mit Volksmusi. Volksmusi. Habe ich ehrlich gesagt noch nie so damit befasst. Ich finde, gehört dazu, gehört zum Bayerischen Wald, auf jeden Fall. Gehört auch ein jetzt Volksfest, also muss dabei sein. Aber selber spiele ich es nicht und ich höre es auch nicht, ganz ehrlich. Okay, ja gut. Dann war das nächste gleich Heavy Metal. Heavy Metal, höre ich selber, ja. Aha. Seit der ersten Klasse eigentlich schon. Aha. Angegangen ist mit AC/DC. Und spiele selber auch noch in einer Metal-Band, Steel Engraved. Aha. Und ja, da haben wir auch weltweit unterwegs. Aha. Oh, genau. Ja, das also ist Heavy Metal. Aber keine Angst, wir machen heute keine Vollgas-Heavy-Metal-Runde, sondern es wird schon ein wenig, also na, Zwischending zwischen Volksmusik und Heavy Metal kann man auch nicht sagen. Lasst euch überraschen. Es wird musikalisch wirklich interessant, was der Marco macht. Dann hätte ich noch einen Begriff, und zwar Bayerischer Wald. Bayerischer Wald, ja. Hand Sturköpf, trotzdem super Leute, anständige Leute, bodenständige Leute, und der Zusammenhalt ist auf alle Fälle im Bayerischen Wald da. Und ich glaube, dass das eins von den gastfreundlichsten Völkchen ist, was es so wenig so gibt. Ja, gut. Und letztes Stichwort hätte ich noch an die Familie. Familie ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Also ich selber bin vierfacher Familienvater, seit über 20 Jahren mit meiner Frau beieinander. Wow. Und ja, das ist halt mein Rückhalt, gell? Also immer wenn es dir schlecht geht, wenn du Probleme hast, hand die da, brauchst deine Kinder gerade anschauen. Wenn es dir schreit, wenn du zu Hause kommst von der Arbeit oder sowas, wenn es sehr auf dich freut, dann geht es dir halt einfach wieder gut, geht es dir besser. Oder Frauen, wenn es dich dann drückt, wenn es den Arm nimmt, bist du halt einfach ist man wieder ein anderer Mensch. Genau. Anderer Mensch, ja, genau. Auf das ein oder andere Stichwort, oder auch hast du das eh schon relativ ausführlich erklärt, werden wir im Laufe des Videos eh noch zum Sprecher kommen. Jetzt möchte ich aber schon mal kurz klären, wo wir uns grob befinden und wo du her bist. Wir sind nämlich nicht bei dir daheim jetzt gerade. Nein, bei mir daheim hätten wir gar nicht so viel Platz. Also hast du nicht so im Wohnzimmer ein Schlagzeug stehen bei dir? Nein, das steht im Kinderzimmer. Nein, aber wir haben jetzt da ein Spiel Glau beim Wistel Christian im Sound Forest Studio. Da geht ein schöner Grüß aus, gell? An Christian. Christian, servus. Der wart vor der Tür draus, gell? Ja. Der hat sich mit einer drauf. Der 14. Nein, und bist du selber auch ein Spielglauer? Ich bin ursprünglich aus Klingerbrunn. Also Gemeindespielglauer? Gemeindespielglauer, ja. Und wohne jetzt schon seit 2003 in Schönberg. Ah ja, Schönberg. Also auch nicht so weit. Nein, das sind 12, 13 Kilometer. Spielglauer Schönberg ist für alle überregionalen Zuschauer ist nicht mehr Landkreis Ring, da wo ich herkomme, sondern ist schon Landkreis Freiung-Grafenau. Das ist geografisch schon ein wenig einordnen können, aber trotzdem im tiefsten Bayerischen Wald hier. Genau. Da. Du hast schon gesagt, jetzt möchte ich nochmal auf das zum Sprecher kommen, das ist dein Tonstudio, dein Produktionsstudio, da wo du deine Songs aufgenommen hast, oder? Ja, das ist richtig. Wie lang magst du denn das schon mit eigenen Songs und in dieser Schiene, wo du jetzt bist? Geschrieben habe ich die Songs, also ein paar von meinen Songs, ein paar haben nagelneu. Aber es sind drei, vier Songs dabei, die habe ich schon vor bestimmt 10 Jahren, wenn es überhaupt gelangt, habe ich die Songs schon geschrieben. Und wie gesagt, ich habe noch eine Metal-Band nebenbei. Und, ich wollte gerade sagen, auf die Metal-Bühne haben wir uns nicht so passt wahrscheinlich, die Songs, oder? Ja, wir haben halt mit der Band damals relativ groß gewesen, sage ich zu mir. Wir waren keine kleine Nummer mehr. Also wir haben weltweit, wie gesagt, unterwegs gewesen. Und da wollte ich halt die Lieder nie veröffentlichen und wollte, wahrscheinlich war ich zu jung oder keine Ahnung, haben mich gefürchtet, dass ich meine Fans enttäusche oder so. Wollte es halt nie veröffentlichen, dass ich sich eine Lieder auch mache oder dass mir so eine Musik auch gefällt. Und naja, irgendwann haben wir mir gedacht, scheiß drauf. Wenn das nicht passt, dass ich so eine Musik mache, soll ich das einfach nicht anhören. Und dann bin ich zum Christian umgegangen
und haben angeklopft, habe ich gesagt, hey du, ich habe ein paar Lieder geschrieben, die wo mir selber halt gefallen, die wo selber für mich auch Bedeutung haben. Und kann man die nicht einmal aufnehmen, ganz minimalistisch habe ich mir gedacht am Anfang, dass man die halt für mich selber anhören kann und für meine Familie halt ein wenig als Weihnachtsgeschenk oder sonstiges, weil die haben da das auch schon mitgekriegt und denen hat es gefallen. Und dann haben wir angefangen und dann ist uns halt aufgefallen, hey, da ist ein direkt brutales Potenzial dahinter und es sind keine sinnlose Texte nicht, sondern es sind wirklich Texte, die wo Gefühle transportieren, die wo halt mein Leben verzeihen. Also es sind lauter Texte, außer was wirklich selber passiert ist. Deswegen heißt das erste Album von mir, So ist Leben. So ist Leben. Ich darf jetzt gleich einmal sagen, jetzt haben wir eh schon viel geredet drüber und nachher werden wir auch noch reden drüber. Jetzt spielen wir gleich einmal an, oder? Können wir? Das ist eh vom Album, aber dann der Titelsong. Das ist der Titelsong, oder? Ja. So ist Leben. So ist Leben, eher ja. Eine Ballade, oder? Ist eine Ballade, das habe ich für meine Oma geschrieben, die wo leider sehr früh gestorben ist und die wo mir auch bis heute noch brutal angeht. Das war jetzt wie meine, ja, wieder zweite Mama. Meine Eltern haben alle zwei berufstätig gewesen. Oder nach wie vor. Und beziehungsweise mein Papa ist vor 3 Jahren gestorben. Aber damals, wie ich heute noch klar war, war ich halt voll bei meiner Oma. Und für die habe ich halt das Lied dann auch geschrieben, weil es mir halt nach wie vor noch angeht. Ja, ein gefühlvolles Lied. Auf das freue ich mich jetzt schon. Ich darf auch wieder ein wenig mitspielen. Auf jeden Fall. Und dann machen wir es die Nummer, oder? Machen wir es. Wie gesagt, normalerweise gehört es zupft, aber da stehe ich mir jetzt bereit, dass ich zupf und singe miteinander. Dann schlungen wir es. Dann schlungen wir es. Gitarre geht geschlungen. Genau. Jawohl. Okay. Ich war ganz oft bei dir und da war ich noch klar. Was mir von damals verzeiht und wie es früher war. Ich denk so oft noch an dich, weil du so voll warst für mich. Hab so viel gelernt von dir, mir muss ein Neid oder Gier. Was mal ich gesagt, ich weiß nicht wie lang ich bei dir sein kann. Ich wollt's nicht hören, hab's ignoriert. Dann hat dich geholt, was noch nicht alt. Ich wollte nie hergehen. Es fällt mir hart, so furchtbar hart, doch so ist Leben. Und warst du stolzer auf mich und alles, was ich jetzt bin. Ich brauch so oft noch dein Rat, im Leisen stell ich die Frage. Doch die Antwort bleibt aus, wie sonst entfuhr meine Tag. Gesagt, ich weiß nicht, wie lang ich bei dir sein kann. Ich wollt's nicht hören, hab's ignoriert. Doch dann hab dich geholt, was noch nicht alt. Ich wollt dich nie hergeben. Es fällt mir hart, so furchtbar hart, doch so ist Leben. Bei dir sein kann. Ich wollt's nicht hören, hab's ignoriert. Doch dann, er hat dich geholt, was noch nicht alt. Ich wollt dich nie hergeben. Es fällt mir hart, so furchtbar hart, doch so ist Leben. Es fällt mir hart, so furchtbar hart. So ist Leben. So ist Leben.
So ist es Leben. Marco Schuber. Ein sehr, sehr emotionaler Text. Wirklich. Ja. Ganz gut gemacht. Danke, danke schön. Das Liedl habt ihr natürlich produziert schon, ist schon veröffentlicht, ist auf sämtlichen Streaming-Plattformen auch verfügbar, in der, nicht in der Live-Version, so wie jetzt da mit zwei Gitarren, sondern in der kompletten Studio-Version. Genau. Da kann ich eh gleich einen YouTube-Link drüber hauen, oder? Ja, das war super. Und unten rein haue ich einen Link, wo es auf sämtliche Plattformen geht, vom nächsten Liedl dann auch noch, dann könnt ihr sehen, anlosen, wie es tut, wenn man es auf Spotify oder auf YouTube hört. Genau. Okay, auf alle Fälle. Ja, emotionales Lied. Wir kriegen jetzt die Kurven zum Bier, das wir jetzt einen Schluck trinken davor. Ja, genau. Ja, das ist auch emotional, oder? Wenn man so, wenn man Druck in die Gurgel hat und dann, und dann endlich kriegt man einen Schluck wieder. Prost, Prost, Marco. Ein schöner Grüß geht aus an Markus Grüßer, ein Chef von der Gesellschaftsbrauerei Fichtach, der das super gute Bier gesponsert hat, ganz frisch rausgekommen, ist jetzt der große Pfahlbock. Ich habe das selber noch nicht probiert, aber der Marco erste sagt, aber der ist richtig, richtig gut, richtig geil. Dann, Prost. Prost. Marco, du hast schon gesagt, also ganz viele Lieder von denen, die du selber geschrieben hast und die auch schon aufgenommen produziert sind, handeln vom, vom echten Leben, sind irgendwie Geschichten aus dem Leben. Kannst du mal da aus dem Nähkästchen plaudern, auch vielleicht von Songs, die noch nicht veröffentlicht sind, um was da so geht in deine Songs? Da haben wir jetzt gehört, ja, was Trauriges, der Tod, aber es geht ja bestimmt auch um andere Sachen, oder? Ja, ja, auf alle Fälle. beim nächsten Lied, das wo auch schon veröffentlicht ist, das heißt, wir sind anders. Und das ist genau, wie du am Anfang gesagt hast, die Leute sollten nicht meinen, jetzt, weil so ein Zod oder ein Tätowierer da sitzt, dass da recht bass wird und Club und Zeug. Und genau um das geht es auch in deinem Text. Mhm. Weil meistens ist die ältere Generation, die werden die halt singend, weil ich habe meistens, halt bin ich eh anständig beieinander, aber normal habe ich immer so angerissene Shirts oder Kurzarmshirts an. Geh trainieren, jetzt schaue ich halt auch ein wenig, sag jetzt mal, globiger aus. Ja. Haben alles in voll Tattoos, haben lange Haare, einen Undercut, Hinterkopf tätowiert. Das ist nicht so das übliche Erscheinungsbild eines Spiegelauers oder eines Schönbergers. Genau. Und da schauen die Leute dann wirklich oft groß und klar an und wenn es das dann grüßt, dann, was, der kann grüßen, kann der überhaupt was sagen, der frisst mich gleich, weißt du schon. Meine Kinder geht's auf Zeiten, geht's weg, der du dein gibst, weißt du? Und genau um das geht es in deinem Lied, weil das ein richtiger Kass ist. Das werden wir natürlich spielen, hinten nachher das Lied. Jetzt noch die anderen Lied, eben die, wo es noch nicht veröffentlicht sind, da haben wir ein bisschen schon was ausgehauen. Ja. Um was geht es dann so in deine anderen Lieder? Ein paar Stichworte. Ich habe Lieder geschrieben, zum Beispiel, hat es mir mal nicht so gut gegangen, war ich auch in der Klinik deswegen, haben Depressionen gehabt. Und genau über solche Sachen habe ich halt auch einen Song geschrieben. Oder über meine Kinder habe ich ein Lied geschrieben. Das, was bestimmt auch viele Leute auch aus der Seele spricht, wie die, wo Kinder auch haben und die, wo Kinder auch gerne mengen. Oder dann auch lustige Sachen, also was halt passiert, wenn man sie jetzt oft einmal Kanten gibt, was mir auch öfters passiert ist schon. Und wie man halt da ausschaut, also dass man ab und zu mal mit der Rindel im Gesicht und sowas aufkommt, gell, dass man sich aufhaut. Auf das muss man dann im Nachhinein nicht so stolz ist wahrscheinlich. Genau. Aber wenn man es nach Jahren oder Jahrzehnten wieder verzeiht, ist doch eine lustige Geschichte. Alle, das ist lustig, das ist eh klar. Ja, hören Sie, ganz, ganz interessant da die Themen und natürlich auch die Musik, die dahinter steckt. Da dürfen wir uns auch was gefallen. Bisher sind da, wie gesagt, erst zwei Songs veröffentlicht. Und wie schaut das mit den nächsten Songs aus? Wir haben ja vorher schon geredet drüber und ich habe auch schon ein bisschen einhören dürfen. Die hören sich alle super an. Werden jetzt da dann im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen alle komplett, also das ganze Album veröffentlicht oder wie möchtest du da vorgehen? Ganz sicher haben wir uns da selber noch nicht, aber ich denke mal in der heutigen Zeit, wo wo du mit CD-Verkäufe oder sowas nicht mehr ködern kannst und haben uns mir jetzt, wahrscheinlich werden wir uns auf das einigen, dass wir nicht das ganze Pulver auf einmal verballern, sag ich jetzt einmal, sondern dass wir Single für Single rausbringen. Ah ja. Und dann, ich weiß, bei den ersten zwei Singles war ein Video dabei. Kommen dann Videos auch, können wir uns auf Szene auch freuen? Ja, Videos kommen definitiv zu jedem Song wieder Video kommen. Aha.
Und dann, glaube ich, können wir schon das nächste, die nächste Single ankündigen, die rauskommt. Das ist ja bald. Also jetzt, heute ist der 16. März, wenn das Video rauskommt, da dauert es nicht mehr lang, kommt die nächste Single raus. Genau. Und die heißt, was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Das ist eher so, das ist eher so eine nachdenkliche Nummer eigentlich. Ist eine nachdenkliche Nummer, ja. Mehr verrat man noch nicht. Okay? Seid gespannt. Seid gespannt. Bevor wir jetzt zur nächsten Spendung, möchte ich schon noch eine Frage stellen. Alle? Du hast da eine sehr, sehr gute Stimme, wahnsinnig gute Intonation, einen Videoerkennungswert. Hast du Gesangsunterricht gehabt länger? Oder nein, wie gar kommt nicht. Die Stimme zustande? Nein, jetzt hör auf. Wirklich? Gar nicht. Kein Gesangsunterricht? Nein, ich glaube, das hat mir mein Opa vererbt. Mein Opa hat daheim einmal gesungen und war ein richtig guter Musiker. Zusammen mit meiner Tante haben sogar Stummmusik gespielt. Mhm. Und fast das gleiche wie Heavy Metal. Fast. Ja, da hat auch meine Oma zum Beispiel, wie meine allererste Heavy Metal Band gehabt und die hat das gerade geheißen. Und Daniel Greif, was also so gegangen ist. So. Und da haben wir noch eine CD aufgenommen, dann habe ich es meiner Oma vorgespielt, die hat blärt, weil der Bub ist jetzt im Radio. Vor lauter Freude hat das blärt. Ich habe nicht gerade grunzt und geschrien wie blöd, weißt du? Also da habe ich noch nicht richtig gesungen. Es ist dann erst zustande gekommen, wie wir mit der Band aufgehört haben, und da war ich 18, 19 Jahre alt, da hat sich die Band dann zerschlungen, ein paar haben studieren angefangen, die anderen arbeiten und so weiter, dann ist es halt auseinandergegangen. Und dann war ich 3 Jahre bandlos, und dann, daheim kannst du nicht mit der Akustikgitarre hinsitzen gehen, kann muss man dann noch mal singen, ja. Dann haben wir erst einmal aus dem Querbeet aus das Gitarrespielen irgendwie ein bisschen... Da haben wir was gemeinsam, da haben wir gut festgestellt. Ich bin auch vor dem Querbeet da gesessen mit 16, 17, 18 Jahren und habe mir da die Akkorde rausgefunden. Ja, genau. Deswegen Gitarristen, wenn zuschauen, gell, nicht auf die Griffe schauen, weil es kann natürlich sein, dass die Griffe alle falsch gegriffen haben, aber hauptsache der Ton kommt raus. Genau, weil im Querbeet die Finger nicht dabei gestanden sind, wo man dann Mittelfinger, wo man dann Zeigefinger und so weiter hin tut, jetzt, ja... haben wir die gleichen Griffe, aber jeder hat sich so ein wenig anders. Jeder greift wahrscheinlich auch anders. Hauptsache ist durchgleich. Genau, das ist wichtig. Ja, also alles Autodidakt, alles selber gelernt. Alles selber, ja. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir nochmal einen selber geschriebenen, selber gelernten, vom Gesang übers Gitarrspielen. Der heißt, wir sind anders. Wir sind anders. Muss genau. Ich schnell noch her da. Wobei es her da bringt mir nicht viel. Weil ich habe so das Sheet gekriegt, da steht der Text wunderbar drauf, gerade die falschen Akkorde. Die falschen Akkorde, ja. Ja, jetzt schauen wir nochmal. Also wenn sie was einmal nicht so melodisch anhört, ich weiß. Kann ja auch sein. Sagen wir noch nicht. Ja. Gut, also, Marco Schuber, wir sind anders. Alles klar. Die meisten wird heute so bleiben
Also muss wir nicht lang noch weiter schreien. Ja, ja, wir sind die Sentenzjünger Kinderfresser und was weiß ich noch für ein Rass. Wir passen nicht in der Allgemeinheit, wir essen mir einfach zu krass. Und mit den sicheren dummen Schmarrn, wir sind immer konfrontiert. Wenn's lange zusammen hast und bist ein bisschen sichtbar tätowiert. Super. Wunderbar. Richtig schön. Also ich muss sagen, es gibt ja, wie schon gesagt, ein Video auch zu dem. Ja. Lidl, ich habe mir es schon ein paar Mal angeschaut daheim und ich verlinke euch es auch. Jetzt sind da und Waffe, schaut es eigentlich so wirklich super. Unbedingt gesagt. Einschauen. Ja, unbedingt. Prost. Prost. Jetzt muss ich auch noch. Wirklich gutes Bier. Schwitzt er? Ja, schon lasen gut. Schwitzt seit das Video gut weg. Jetzt schauen wir da noch. Jetzt muss ich auch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar, es steht wieder an, kommenden Freitag schon, das traditionelle Musikantentreffen am 22.03.2024 in Bebra, Böbrach 94255. Ich tue euch die Adresse und so weiter noch drunter. Ab 19 Uhr findet es statt. Ich darf wieder ein wenig moderieren. Es haben sich schon einige gute Gruppen angekündigt. Und wenn ihr spontan mit eurer Gruppe auch noch mitmachen möchtet, kontaktiert mich vielleicht, dass ich ein wenig so Bescheid weiß, wer eure Kinder auf das Musikantentreffen ist. Es darf jeder spielen, ob jung, ob alt, ob Heavy Metal oder ja, war wie die auch was, gell, wenn du Zeit hast. reden wir nachher noch drüber. Genau. Also nicht vergessen, am 22.03. beim Geiger Michael, Landgasthof Bayerwald in Böbrach, das Musikantentreffen. So viel Zeit muss sein, gell, dass genau. Ein bisschen Werbung macht. Unbedingt, unbedingt. Ja, Marco, jetzt haben wir schon über das geredet, wie das hergegangen ist. Zuerst Heavy Metal Band und jetzt dieses eigene Projekt. Jetzt möchte ich schon mal nachfragen bei dir, wie stellst du deine Zukunft vor? Also wo soll der Weg, wo soll das Projekt Marco Schober hingehen? Du bist doch kein Einzelkämpfer in dem Sinn. Nein, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wie gesagt, wir haben jetzt in dem Soundforest Studio vom Christian, vom Whistle Christian. Mhm. Und er ist auf alle Fälle in dem Projekt Marco Schober, also es trägt zwar meinen Namen, aber der Christian ist auf alle Fälle ein gleichwertiger Partner. Denn wenn ich nicht hätte, dann wüsste ich gar nicht, wie das Ganze machen soll, ganz ehrlich. Erst einmal produziert er das Ganze. Er hat brutale Ideen, wie man das Ganze heute noch pushen kann. Er steht hinter alles, was Technik ist. Also er baut mir meinen Shop zusammen, er macht meine Internetseiten. Das, was ich selber gar nicht so auf drei gekriegt. Also du bist der kreative Mensch, du bist der Songwriter und, genau. Und Sänger, vor allem gute Sänger, aber um alles drumherum kümmert sich der Christian. Der Christian. Und seid ihr dabei, das Ganze in Bandbesetzung einzustudieren gerade, oder? Ja, genau. Also da haben wir momentan 5 Mann. Wir suchen aber noch einen 6. Also wir suchen noch einen Keyboarder. Ah ja, ja, natürlich der Aufruf jetzt. Also ja, wer unbedingt. Sich sowas vorstellen kann, diese Art von Musik live zu machen, wenn du da draußen ein Keyboarder bist, der ja, auf der linken Hand muss er auch ein bisschen was können, hat ja, der Christian ja. Gesagt. Also nicht nur rechts gleich, sondern dann meldest du dich ganz gern unter dem Marco seine Kontaktdaten. Das habe ich gar nicht dazu gesagt, aber verstehst du, glaube ich, Frau Lenz, dass ich alles, was deinen Kontakt betrifft, natürlich unten in die Videobeschreibung rein tue. Ja, und ich bin mir wirklich sicher, dass das Projekt Marco Schober, das eh schon eingeschlagen hat, die letzten Wochen und Monate, dass das im Verlauf der nächsten Wochen und Monate noch besser einschluckt. Und ich glaube, das ist einer, der schafft einen Durchbruch. Ja, das war ein Traum, das war ein Traum. Unbedingt. Ja. Also mein Ziel war so, weil du davor gefragt hast, so die Größenordnung zu erreichen wie, ist vielleicht ein wenig hochgesponnen. Gabalier war mein höchstes Ziel, ja. Aber so wie die Bands Edmund, Seiler, Speer, ja. Pizzeria, Jaus, sowas war halt genau das war der genau Stil, das, wo ich reinziehe, nur nicht im Österreicher Dialekt, sondern auf Bayerisch, das können wir Bayern genauso. Wollte ich gerade sagen, Österreicher gibt es da eh schon so viel, gell? Da kann doch einmal eine bayerische Band oder ein bayerischer Einzelkünstler mit Band im Hintergrund nachher kommen. Und weißt du, jetzt sagst du, ja, so hohe Ziele. Viele werden da bestimmt draußen sitzen und sagen, der hat es nicht alle, der spinnt. Ja, aber ich finde immer, man muss sehr hohe Ziele haben, ja. Weil Oberstecker kann man immer noch.
Und wenn du da so ein minimales Ziel dabei setzt, so, so ein kleiner Schritt nur, ja, dann hast du das erreicht und dann bist du ein bisschen weiter wie vorher. Genau. Aber diese 6. Meilenstein ist nie verkehrt. Genau. Genau, Zwischenschritt, ja. Genau. So, Marco, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, hinaus in die große, weite YouTube-Welt? Jetzt war eine letzte Gelegenheit. Ich darf euch bitten drum, folgt mir, abonniert meine Accounts, hört meine Musik, verteilt es so gut wie es geht. Ich bin eigentlich ewig dankbar dafür. Da hat mich frei, wenn ihr ein bisschen Feedback kriegt, schreibt es mir gern auch auf Facebook, auf keine Ahnung, Instagram, irgendwo TikTok. Ich habe noch überall meine Accounts. Schreibt es mir auch, was ihr mich gerade findet, ganz egal. Gerne Kritik, wenn es irgendwie sagt, hey, das passt nicht. Also ich bin für alles offen. War super, wenn ihr ehrliche Meinungen kriegt. Und wenn es euch gefällt, dann natürlich genauso. War super. Sehr schön, das sind ganz tolle Abschlussworte jetzt. Ich darf auch sagen, natürlich an Marco seinen Kanal abonnieren, seine Kanäle abonnieren, alles teilen, auch bitte meinen Kanal, wenn es mit auf Gefällt mir drücken, abonnieren und natürlich die Videos teilen und dann geht nichts mehr schief, dann werden wir in 2 Minuten berühmt. Das war super, das war spitze, oder? So, also, danke Marco, dass du die Zeit gehabt hast, dass wir so einen schönen Abend miteinander verbracht haben und noch verbringen werden. Und dann kann ich nicht mehr sagen, wir liebe Leute da draußen, bleibt gesund. Macht es gut und bis bald im Wald. Vierdenk, servus! Servus, vierdenk!